Und wenn diese freie Marktwirtschaft nun den Klimaideologen im Wege steht und sie die freie Marktwirtschaft kaputt machen wollen unter dem Vorwand dieser Krise und des Krieges in der Ukraine, dann müssen bei uns allen, glaube ich, die Alarmglocken schrillen. Denn es ist ja in Wahrheit nicht so, dass es eine Energiekrise sei, die nun jetzt durch den Krieg herbeigeführt worden wäre. Auch wenn wir in Nachbarländer schauen, dann sehe ich dort nicht, dass sie mit der gleichen Krise zu tun hätten. Auch das Ausland hat nicht diese Probleme. USA, China, alle Welt hat Energie genug. Es gibt kaum ein anderes Industrieland mit den derart hohen Preisen, Energiepreisen, wie wir sie haben. In keinem anderen Industrieland wird gepredigt, dass die Bürger sparen sollten und so weiter. Das gibt es nur bei uns. Und daran ist nicht Putin schuld, sondern sprechen wir es deutlich aus, daran sind die Entscheidungen dieser unserer Regierung schuld. Und wenn man mit diesen Entscheidungen nicht zufrieden ist, dann gibt es auch eine Methode, wie man das ändern kann. Die Methode heißt nicht, weil hört man ja auch manchmal so munkeln, ja, man müsste die davonjagen und so weiter. Nein, es gibt eine ganz einfache Methode, die heißt, man kann diese Regierung abwählen. Und um sie abwählen zu können, müssen wir eines machen, und das tun wir heute Abend hier. Wir müssen mit möglichst vielen Menschen sprechen. Wir müssen aufklären über das, was hier eigentlich los ist, dass es eine hausgemachte Krise ist, dass es natürlich Alternativen gäbe. Wir zeigen sie jeden Tag im Bundestag auf. Ja, selbst die FDP, obwohl sie ja gefangen ist in diesem Korsett ihrer Koalition, weiß natürlich, dass es richtig wäre, die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, dass es richtig wäre, auch in die Atomforschung wieder zu investieren.